Also wenn die irgendwie in den letzten Jahrzehnten der Bundesrepublik bestimmt gewesen wäre, dann wären wir heute nicht in der Situation, in der wir nämlich sind, dass wir heute eine eigentlich junge Generation haben, die vor allem bei allen Schwierigkeiten, die es auch gibt, aber auch große Chancen hat, weil wir uns auch über die volkswirtschaftliche Kraft Deutschlands es schaffen konnten, eine vernünftige, verbesserungswürdige, aber vernünftige Bildungsinfrastruktur, akademische Infrastruktur in diesem Land zu schaffen. Was ist das für Sie, Herr Amthor? Ist das eine Wohlstandsdebatte? Eine, die man sich leisten können muss? Was ist das für Sie? Also da geht es ja schon auch um einen kulturellen Konflikt. Ja, ne? Ich würde schon sagen, manches davon ist natürlich ehrlicherweise gar nicht so innovativ, dass man sagt, oh, das sind jetzt neue Diskussionen. Mhm. Viele Dinge, die sozusagen dann von der grünen Jugend kommen, ist eigentlich ziemlich alter Schnee. Das ist sozusagen Kapitalismuskritik in neuen Schläuchen. Das ist sozusagen, glaube ich, einfach ein Recyceln eines alten Fremdelns mit der Idee der sozialen Marktwirtschaft. Und da, glaube ich, war ich eigentlich froh, dass wir schon ein ganzes Stück weit weiter waren. Und deswegen finde ich das irgendwie auch vom Zielbild für die junge Generation nicht überzeugend. Also Generation Z, das muss ja nicht für Zurücklehnen und Überforderung stehen, sondern Generation Z, das steht ja an vielen Stellen in Deutschland auch für Zupacken. Ich sehe, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs bin, bei mir zu Hause, dass es da eine klare Haltung gibt, dass irgendwie viele junge Leute sagen, gerade wenn sie frisch aus der Schule sind, in der Ausbildung, sonst wo, sie wollen arbeiten, sie wollen sich fleißig dafür einsetzen, irgendwie den Führerschein, das Auto, die Perspektive irgendwie auf das kleine Einfamilienhaus auf dem Land zusammen mit der Familie, das sind doch Wünsche, die man in Deutschland mit allen Schwierigkeiten, wo wir über Gerechtigkeitsfragen reden können, aber die man in Deutschland erreichen kann, jedenfalls nicht dadurch, dass irgendwer anders das erarbeitet, sondern nur durch Einsatz.